Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, von hier kämen wir. So einfach kann es gehen, oder? So einfach kann es gehen. Tja. Warum nicht immer so einfach? Genau. Spiele Musik. War es das wert? Das war's definitiv wert! Die vierte Flasche und somit glaube ich auch die letzte. Nice! Sehr schön! Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder hier bin. Okay. Und genau, hier ist die Tür, von der gesprochen wurde. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword HD. HD. Wir wollen heute den Dungeon fertig machen und die Person vermöbeln, die sich in dem in der Boss-Tür versteckt, ja? Ich hoffe, es ist nicht wieder so ein Weichei-Viech, der letzte Boss. Na, wie auch immer. Genau, Aura der Flamme. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind näher dran an dem Ding. Das ist schon mal ganz gut. Ah, Moment. Nö, no, hier ist irgendwo ein Gegner. Ich kann ja auf jeden Fall schon mal drüber. Ich weiß nicht, ob sich das bewegt. Lass mal schauen. Das bewegt sich nicht. Okay, gut zu wissen. Ja, okay, ein paar Vasen brauche ich jetzt im Moment nicht. Ich habe eigentlich alles, was man im Moment braucht. Hier, lass mich in Ruhe. Danke. Ich hoffe auch mal. Und dich lass aber nicht in Ruhe. Zack, zack. Lass mich bitte in Ruhe. Das sind nervige Fledermäuse hier. So. Geht aber viele Herzen jetzt. Finde ich nett. Okay, vielleicht auch wegen meinem Medaillon, ne? Vielleicht tue ich es auch weg. Weil jetzt habe ich schon so viele Herzen. Dann kann ich ja dafür lieber einen Heiltrank in meine vierte Flasche reintun. Maybe. Ja, auf jeden Fall eine Idee. War das klug? Bewegt sich das? Ja, es bewegt sich. Ah! Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier? Herzen? Nein! Was ganz cooles. Zack! Ah, das geht noch nicht. Okay. Erstmal hier lang. Was macht der denn hier? Uff, was für ein Tag! Wenn man nichts findet, ist die Schatzung nur allzu lustig! Das ist ein Vieh? Das ist lustig. Oh nein! Das erinnert mich sehr an das Porenta-Jagen aus Pokémon Gold Silber. Ah, ein grünes Ungeheuer! Ah, ich kann das mir nur bis hierhin folgen! Jetzt muss ich mir was einfallen lassen! Hey, was willst du hier unten bei uns? Magma, was soll du versuchst, wenn du mir nicht den Weg versperrst? Entkomme ich dir! Okay. Ich muss ihm also den Weg versperren. Ja, das ist wirklich genau sowas. Moment, vielleicht hat es ja was mit dieser Bombe hier zu tun. Vielleicht ist die wichtig für die Taktik, um ihn zu fangen. Das kann sein. Deshalb, ich mach die jetzt erstmal, oder ist es vielleicht ein Rückweg? Kann auch sein. Moment, vielleicht muss ich ihn dahin bringen. Ja, doch, da ist ein Tor. Ja, natürlich, natürlich. Oh. Das ging auch. Oh, Mist, jetzt bin ich geliefert. Du kannst mir machen, was du willst. Was zum... Diese Clown! Sind sie nicht aus der Sammlung meines Kumpels? Ein Geschenk. Was? Du kennst meinen Kumpel? So grün wie du bist, hätte ich schwören können, dass du ein Monster bist. Nicht wütend werden. Tut mir selbst leid. Aber dafür gebe ich dir jetzt was Schönes. Warte mal kurz ab. Das will ich auch hoffen. So, da werden wir wieder mit einer Klippe da vorne schienen, die Monster vielleicht etwas zu suchen. Dann gehst du doch sicher auch noch hin. Pass bloß auf. Doch, ich habe mich dann auf den Weg zum Boss. Und als kleine Dreingabe öffne ich dir die Tür. Bis dann. Danke. Oh, danke, Bro. Vielen, vielen Dank.
Was haben wir hier drin? 20 Rubine. Ah, der hat Style! Wow! Danke, Bro. Vielen Dank. Aber das ist ja ein... Ja, okay, nee, nicht zwanghaft. Aber eigentlich ist das ja ein geschenktes Herzteil, oder? Weil es ja mitten auf dem Weg liegt. Eigentlich ja. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Das habe ich nicht. Schnell, schnell, schnell! Ja, ist zu spät. Gut gemacht. Bravissimo! Hast du aber ganz doll gemacht. Schießt du mich hier ab? Aber ich weich aus! Und ich spring jetzt weg! Knapp. Oh oh, wo sind wir jetzt? Oh, wir sind jetzt hier. Schwinde! Und du ebenso! Okay. Wir scheinen uns so langsam dem Ende zu nähern. Ich meine, ich muss sagen, der Dungeon ist nicht schlecht. Das ist einer der besseren Dungeon auf jeden Fall. Ich bin jetzt noch nicht runtergegangen, aber egal. Gehen wir einfach mal ein bisschen buddeln. Bauen und buddeln. Kann nicht schaden. Muss man hier schnell sein? Oder warum kriege ich die ganze Zeit diese Ausdauer? Dinger. Aha. Oh, ich sehe schon die Lava. Da muss ich wahrscheinlich doch wirklich rennen. Oder? Oh ja. Back here! Back here! Die Lava, die Lava, die Lava, die Lava, die Lava, die Lava. Das ist eine Falle da oben. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Oder? Oder? Boah, knapp. Wie kotzen das da aus? Und wir können hindurch. Konnten wir das vorher nicht? Achso, dafür sind wir hier. Ah, jetzt sehe ich auch, wo wir sind. Und dann kann das darüber fahren jetzt, ne? Glaube ich. Kann ich hier... Ah, Abkürzung. Ich wollte gerade fragen, kann ich hier irgendwie schnell finden zurück, ohne jetzt ganz im Weg wieder zurückzuwatschen? Ja. Yep. Das ist gar nicht. Yes, I can. So, oh, verpasst. Okay, ein Herz. Dankeschön. Wunderbar. Eins ist besser als keins. Okay, damit fehlt es nur noch Boss und allgemein hier. Ah, das war wahrscheinlich der Boss-Key, oder? Altes Großheiligtum. Genau, jetzt gehen wir wahrscheinlich hier den Lava-Weg entlang und dann kommen wir hier irgendwie hin und dann wieder zurück und dann Boss-Time. Ich habe richtig Bock auf den Boss. Ohne Witz. Ich habe tatsächlich keine wirkliche Ahnung, wer der Boss sein könnte. Teil war ich nicht. Also doch. War ein bisschen über meine Reichweite. Sichtweise. Sichtweite. Ihr wisst, was ich meine. You know what I mean? Du bist mal bitte da. Und du auch. Dankeschön. Knappes Ding. Aber hier keine halben Sachen. Aha, mitten auf dem Weg alles. Brücke der Entscheidung. Glaube an dich, sei mutig und schreite voran. Okay. Offene Augen, zu Augen, offene Augen. Muss ich auf ihn landen? Aua. Was? Zu Augen? Ja, zu Augen ist richtig. Wow! Das ist ja Eis! Alles war Eis! Boah. Wo sind wir denn jetzt? Ach, ach, schaut mal, Leute! Könnt ihr euch noch an das erste Untergeschoss erinnern? Dafür ist das hier. Für diese kleine Stelle im Dungeon. Schön, oder? Okay. Länger brauche ich nicht, aber dreimal ein Dreieck machen. Einmal, zack. Und dann kriegt ihr. Feen, glaube ich.
ein kleiner Zwischenboss. Vater und Mutter, obwohl ich eigentlich schon umgebracht habe von euch. Einer lebt wohl noch aus der Familie. Jetzt bräuchte ich doch das Ding an der Wand. Nein, schade. Die weichen mir aber echt gut aus, ne? Die stopp, die stopp, die stopp. Jetzt mobb ich dich aber. Nö. Hä? So. Jetzt ist er down. Und ich krieg Herzen. Nur noch ihn. So schwer kann es doch nicht sein, oder? Komm! Da will ich nicht rein. Und dann atmen. Atmen. Was ist da vor? Der weicht mir nur ständig aus. Der will gar nicht kämpfen. Der greift mich doch gar nicht zurück an. Der will mich nur nerven. Was ist denn sein Problem? Hä? Was ist denn sein Problem? Oh no. Na komm. Mann! Jetzt hat er mich mal erwischt. Toll, gut gemacht, mein Freund. Klasse. Super. Was ist das für ein Kampf hier? Was ist das für ein Kampf? Boah. Jetzt aber. Chaos. Aber hat mich besser eingestellt als vor noch vielen Parts zuvor. Als ich gegen ähnliche Gegner gekämpft habe. Die normalen. Von daher. Alles gut. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Ich glaube, das führt uns direkt zur Kiste. Das müsste uns jetzt eigentlich direkt zur Chest führen. Die müsste. Bei uns sein. Oder? Ach, schau mal hier. Ist das nochmal für eine Wand? Ja. Diesmal probiere ich es aus. Einfach nur, um es euch mal gezeigt zu haben. Wie war das nochmal? Oh Gott, das ist mit. Dick. Ich meine, wenn man drei von denen zeichnet. Oder nur ein? Vielleicht hätte ich es in einem Stück machen müssen. Verdammt. Sorry. Da habe ich nicht gedacht. So ekelhaft. So ekelhafter Ekel. Ekelhafter. So ein ekelhafter Ekel. Verschwendest du meine Zeit? Ihr existiert alle nur, um meine Zeit zu verschwenden. Wisst ihr das? Kleine Ekelviecher. Einfach nur kleine Ekelviecher. Die niemand mag. So. Nein! Stopp! Mein Gott, Link. Okay. Können wir das jetzt beenden hier? Please! Hör! Hör! Und hör! Oh Gott, nein. Bin ich doch am Ende. Ich bin. Was? Hier ist noch was. Ach, wo denn? Da! Gut, dass ich das noch erkannt habe. Oh nein. Bitte ignoriert er mich, bitte. Das geht nicht. Mist. Vielleicht von hier. Ich kann das nicht erreichen. Was ist das blöde Ding? Mist, wie komme ich denn da hin? Ich dachte, ich könnte das so machen. Aber lässt mich nicht. Er belästigt mich und lässt mich nicht. Cool. Aber eigentlich müsste das doch so funktionieren, oder nicht?
Jetzt müssen alle von den Viechern down sein. Was? Wieso geht das von hier, aber von der anderen? Egal. Wieso bin ich jetzt hier? Egal. Egal. Hat funktioniert. Ist egal. Akzeptiere ich. Okay. Wow. Und dann war es das nicht mal worth it. Okay. So, hier müsste dann der... Yeah. Der Boss-Key sein. Das sieht irgendwie aus wie so Auge, Auge und dann so ein böses Gesicht so. Ich werde dich jetzt besiegen. Das sieht aus wie ein komplizierter Raum. Führe das Licht dem Weg der Flügel voran. Führe das Licht dem Weg der Flügel folgend. Leuchten alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Ist das, wo dieses... Zwei Statuen, eine kann man in den Mund, oder ist das das? Ich weiß es nicht. Okay, müssen einfach alle nur, alles leuchten? Oder müssen nur bestimmte leuchten? Drei müssen leuchten. Oh nein. Nicht noch so einer. Die leuchten jetzt gar nicht mehr. So, war der erste da immer leuchten. Nur ist der erste mal richtig. Kann sein. Aber erstmal schlage ich den hier. Okay, Moment. Das ist einfach nur random guessing jetzt. Einfach nur irgendwas machen. Und hoffen, dass es funktioniert. Okay, das war aber richtig voll. Also der ist falsch. Der ist richtig. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Oder 4, 5, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber so müsste es wahrscheinlich sein. Das heißt, logisch gesehen müsste der jetzt richtig sein. Und dann vielleicht der? So. Und jetzt der letzte. Es leuchten alle. Und wir kommen zum Master Key. Nicht. Round 2. Lass uns hier warten. Und dann angreifen! Kommt da hinterher. Okay, das funktioniert so nicht. Oh, die Musik ist gerade episch. Hab ich gesehen? Ja, das ist gute Richtung, gute Richtung! Bam! Das ist wieder so ein Hin- und Hergejage jetzt wieder, ne? Sowas mag ich nicht. Jetzt schnell, 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 schnell. Bam! Yes, das war viel einfacher als der letzte. Vielleicht hat er einfach nur Erfahrung jetzt gehabt. Das kann auch sein. Okay. Super, so. Und nun können wir hier raus. Ja, jetzt kommen wir hier raus. Krass. Der war der Boss. Nein, natürlich nicht. Etwas viel Heftigeres wartet auf uns. Ich weiß es einfach. Und jetzt holen wir uns erstmal diese großen weißen Chest. Ein Mysterienkristall, sorry. Einige der schwach leuchtenden Kristallquadrate scheinen zu fehlen. Hä?
besonders unverständlich, oder was? Haben die hier irgendwas zu bedeuten? Führe das Licht dem Weg der Flüge folgend. Leuchte alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Ach so, die hätten jetzt sogar die Reihenfolge erzählt, aber das war halt so ein easy Rätsel, das brauchte ich gar nicht. Von daher. So. Ich möchte jetzt den Boss antreten. Den sechsten Dungeon hinter mir lassen. Theoretisch könnte es ja auch der vierte oder fünfte sein, glaube ich, für andere. Je nachdem, welche Reihenfolge man den macht. Oh. Bin schon voll. Komm auch zu mir rein. Komm einfach. Ja. Ah, wunderschön. Fühlt sich toll an. Bestimmt. Gibt's hier noch was? Eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht, ne? Und hier ist eine Vogelstatue. Das bedeutet, man kann hier immer wieder zurückfliegen. Die anderen nicht. Es sind nur so kleine Bootleg-Statuen. Aber mit der kann man immer fliegen. Das ist immer so ein Wolkenvogel. Aha. Den kann ich auch noch killen. Ich bin in Angriffslaune. Das sah komisch aus. Egal. Das kann mir jetzt egal sein. Zack, zack, zack. Okay, lassen wir's. Verschwenden wir keine Zeit. Auf zum Boss. Ja? Ja, so ist doch. Hey! Wie so ein Schlüssel. Klug, klug. Damit öffnen wir den Weg zum Boss dieses Dungeons, um uns die dritte und letzte Flamme zu holen, die unser Master Sword zu dem macht, was es sein soll. Habe ich nicht recht, Girahim? Na, Mike, du lebst auch noch? Treffen wir uns also schon wieder? Dass wir uns andauernd über den Weg laufen, der Faden des Schicksals scheint uns miteinander zu verbinden. Warum schaut er mich an? Sieh dir das an! Das Schoßhündchen der Göttin Impa, oder? Das Zeitportal, das sie zerstört hat. Ist es möglich, dass es noch ein weiteres existiert? Vortrefflich! Ich habe eine Ewigkeit nach einem zweiten Zeitportal gesucht. Hä? Was zum... Aber es gab nicht die kleinste Spur. Ich war geradezu verzweifelt. Ich kann sich teleportieren. Ich fragte mich sogar schon, ob ich dieses süße Mädchen je wiedersehen werde. Aber nun! Eine solch freudige Nachricht! Es gibt noch ein Zeitportal! Verschwinde! Was erzählst du mir hier? Um meinen König wieder in diese Welt zu bringen, ist dieses kleine Mädchen unerlässlich! Oh Gott, wen könnte da meinen? Und jetzt ist dieses Ziel zum Greifen nah! Die Verzweiflung weicht von mir! Bittet er den Mond an, oder was? Aber was mache ich nun mit dir, lieber Mike? Wenn ich mich zitieren darf, ich versprach, ich würde dir dein Leben zur Hölle machen. Was würdest du sagen, wenn ich dich zurücknehme? Spuck einfach nur aus, wo sich das Zeitportal befindet. Mir kannst du es doch sagen, du weißt doch, wo es ist, oder nicht? Dir sage ich gar nichts. Ach, du kleiner Trotzkopf. Dann muss ich dich eben zwingen, es mir zu sagen. Oh nein. Kämpfen wir jetzt gegen ihn? Schon wieder? Na, diese sanfte Haut, diese geschmeidigen Muskeln. Wunderschön. Sieh nur genau hin. Was ist mit ihm passiert? Bewundere mich, das bin ich. Meine wahre Gestalt. Ein makelloser Körper. Ein bildschönes Äußeres. In dieser Gestalt fehlt es mir nur an einem. An Erbarmen.
Wir sind durch den Faden des Schicksals miteinander verbunden. Mein dieser Faden. Ich werde ihn mit deinem Blut färben. Er ist mit mir verbunden? Dunkelfürst Girahim. Der allererste Boss ist wohl auch der Boss hier im sechsten Dungeon. Ey! Was muss ich machen? Okay. Muss ich die blocken? Oder was muss ich machen? Hä? Und was verstehe ich hier falsch? Das ist wie ein Enderman. Okay, nein. Verdammt, der schießt mich ständig ab und trifft mich damit auch immer. Was zum... Hä? Was muss ich denn machen? Du schießt die Rebe gegenüber. Normal verhält er sich ruhig und vornehm. Reizt man ihn doch zu sehr, zeigt sein wahres Gesicht. Mehr Details. Kannst du sonst nichts sagen? Er kommandiert die Dämonen und wird auch Dunkelfürst genannt. Ich stelle fest, dass er äußerst klug ist und die Kunst der Marke der Magie beherrscht. Irgendwie sowas. Na doch, auf damit. Ich kann ihn wirklich angreifen, während er erschöpft ist, so wie ich. Ich bin dann gleichzeitig mit ihm erschöpft. Ich habe auch keine Zeit, um mir den Raum anzuschauen, weil ich muss ihn angreifen, weil er mich sonst die ganze Zeit abschießt. Also was soll das? Oh Moment, andere Idee habe ich. Nein? Ich habe keine Ahnung. Absolut. Keine Ahnung. Oh! Vielleicht die gegen ihn. Die sind so zielsuchend. Das könnte sein. Mach! Nee? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich brauche Hilfe. Jetzt hat's geklappt? Jetzt hat's geklappt! Aber vorher hat's nicht geklappt! Oder muss ich einfach nur richtig treffen, weil mich sonst immer grabbt? Ich verstehe es nicht. Warum treffe ich einen Mann und warum habe ich ihn einmal getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen! Von oben vielleicht? Oh nein, das war aber richtig, das war aber richtig diesmal. Okay, so, damit er wieder resettet ist. Okay, okay, das funktioniert, das funktioniert. Das ist aber unfair, du hast zwei Schwerter. Jumpscare! Ich hab doch! Ah! Ich muss ihn springen lassen! Oh, aber da muss ich... Ah, verdammt! Was? Wieso? Spring bitte! Da konnte ich ihn angreifen. Oh!
Oh. Ja. Nein. Oder? Vielleicht ist das richtig. Hör auf! Hör auf! Ich sterbe! Oh. Mach ich's überhaupt richtig? Cool, cool, Bro. Cool, kann ich nichts gegen machen, gegen so eine Attacke. Das ist das Problem. Feen heilen nur 6 Herzen. Heißt, ich muss damit jetzt auskommen. Jetzt hat er gerade die Attacke gemacht. Mach's bitte nochmal. Mach's doch nochmal. Was mache ich hier? Gar nichts. Was? Wieso kann ich ihn jetzt angreifen? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Wollte ich einfach nur Luck haben? Und warum habe ich genau jetzt wieder diese Attacke bekommen? Ich mache die immer dann, wenn ich den gar nicht angreifen kann. Jetzt habe ich ein bisschen angegriffen. Ja. Ausweichen. Ja, das muss man einfach ausweichen. Perfekt! Nein! Nicht perfekt! Wo ist er? Da ist er. Was macht er? Den Jump! Nein, ich wollte gerade zurückgehen! Das ist. Achso, das ist ein Effekt. Vorletzte Fee. Ich muss jetzt alles das Beste draus machen, ne? Uah! Was? Hitboxen! Geil! Schön, schön, schön. Das ist ein echt schwerer Kampf. Was mache ich hier gegen? Nichts! Das ist aber ein Free-Hit für ihn. Wieso? Ich bin aus dem Weg gegangen, du Vollidiot! Du kleiner Narr! Ich bin Girahim, der Dunkelfürst. Ach, mit deinem ach so legendären Schwert bleibst du bloß ein Kind. Und dennoch wagst du es. Unwürdiger Bengel, mein Zorn ist unendlich und unvergänglich. Wie lange es auch dauert, du sollst brennen und leiden. Hab ich ihn? Er gibt auf? Cool. Na gut. Wir erhalten einen Herzcontainer. Wollte Herzteil sagen, aber nein, einen ganzen Container. Ich muss sagen, die Arena sieht echt cool aus. War mit dem Vogelstatuen und so, aber... Wow, war das ein harter Kampf. Wow. Yeah! Nice! Damit haben wir... Bam! Einen neuen Herzcontainer und mir fehlen nur noch 3 komplette Herzen. Dann haben wir 2 Reihen voll. Und ich glaube, es ist auch das Maximum. Könnte sein. Um...